So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe euch mitgebracht UW Affinity. Auch das ist ein Deck, was ich euch schon mal vorgestellt habe, aber in einer völlig anderen Version. Wir haben hier ein pures Aggro ins Gesicht-Deck, was sich viel mehr an blau-weiß Robots an Modern anlehnt als alles andere. Wohingegen das alte ja noch so ein bisschen mit Retrofitter Funry und Marken und Ballista und Marken draufgeben mit dem komischen, der allen +1/+1 Marken gibt und so weiter, haben wir hier ein absolutes Beatdown-Monster. Starten wir mit den Kreaturen, die gar nicht so viel sind, aber doch sehr, sehr viel. Wir haben 4 Esper Sentinels. Manche Decks spielen hier einen Ornithopter drin. Ich mag den Esper einfach, weil er Card Draw ist. Und man könnte hier auch einen Ornithopter drin spielen oder einen Ginger Brute oder sowas. Ich mag einfach den Esper Sentinel. Ist halt eine nette Karte. Ja, er ist nicht unblockbar. Ja, das stört das Deck ein bisschen, aber nicht viel. Wir haben einen 1-Mana-1-1er, der sagt, immer wenn Edna seinen ersten Nicht-Kreaturen-Zauberbrunnen spielt, muss er X Mana bezahlen, ansonsten dürfen wir eine Karte ziehen. X ist die Power vom Esper Sentinel. Die kann hier übrigens sehr hoch rein in diesem Spiel, in diesem Deck. Also das ist Spoiler. Dann Volscourge. Ein schwarzes bzw. 2 Leben, 1-1, also ein Phyrexian-Mana, deswegen 2 Leben und ein farbloses, also 2-Mana-1-1, jetzt habe ich es richtig. Fliegend Lifelink. Ja, das ist eine Karte. Das ist eine Artefakt-Kreatur. Ein Arcbound Ravenger, den habe ich nur drin, weil, ja, manchmal werden unsere Artefakte zerstört. Dann können wir die damit fressen. Aber grundsätzlich finde ich den im Deck richtig mies, weil er gegen alles spricht, was dieses Deck tun möchte. Und ja, dementsprechend nicht ganz so geil, aber manchmal hat man den ganz gerne als Bank. 4 Thought Monitors für 7-Mana-2/2 Affinität zu Artefakten, fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, ziehen wir 2 Karten. Affinität zu Artefakten heißt, für jedes Artefakt, was wir kontrollieren, kostet 1 Mana weniger. Das sind schon alle unsere Kreaturen. Das ist sehr, sehr, sehr wenig für Affinity. Und es ist sehr, 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 sehr wenig für einen Beatdown-Deck. Aber es funktioniert. Gucken wir uns mal die Nicht-Kreaturen-Zauber an. Davon haben wir dieses Mal erstaunlich viel. Wir haben 3 Gedankenanordnungen. Normalerweise spielt man 4. Ich habe leider keinen Platz. Man könnte hier als 61. Karte spielen, die 4. Das habe ich noch nicht getestet. Das ist eine gute Idee, das werde ich mal testen. Auf jeden Fall, aktuell spiele ich mit 3. Das hat bisher sehr gut funktioniert. Wir ziehen 2 Karten für 5 Mana Affinität zu Artefakten. Hier ist es sogar mal ausgeschrieben. Und wir spielen Michikos Reign of Truth. 4 Stück. 2 Mana Saga. Bei Saga 1 und bei Saga 2 kriegt eine Kreatur +1/+1 für jedes Artefakt und jedes Enchanten, was wir kontrollieren. Und bei Saga 3 exilen wir die und bringen die als eine 0-0er wieder, die +1/+1 kriegt für jedes Artefakt und oder Enchantment, was wir kontrollieren. Wirklich, wirklich eine Hammerkarte. Sie bufft so viel Power auf, wenn wir dann mal eine Kreatur draußen haben, spielen wir sie, hauen dann mal zu für so 10 oder so. Und nächste Runde muss der Gegner damit rechnen, dass wir es nochmal machen. Sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Dann kommen wir zu unseren Artefakten. Bei unseren Artefakten haben wir 2x Nettlecyst. Das ist gleichzeitig auch eine Kreatur, deswegen wusste ich nicht genau, wo ich es hin tue, aber ich habe es erstmal nur zu den Artefakten getan. Das ist ein 3-Mana-Ausrüstung mit Living Weapon, das heißt, sie kommt mit einem 0-0 schwarzen Germ Phyrexian Token ins Spiel. Und auch die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 für jede Artefakt oder Verzauberung, was wir kontrollieren. Sie ist zum Beispiel eine Verzauberung. Ursa Saga, offensichtlicherweise spielen wir die, ist auch eine Verzauberung. Dementsprechend ist dieser Part mit den Verzauberungen mittlerweile recht wichtig. Auf der Rückseite ist es übrigens auch eine Enchantment Creature. Dann, wie es sich für ein richtiges Aggro Affinity gehört, was man jetzt schon im Unterschied zu dem anderen sieht, was ich vorgestellt hatte, 4 Cranial Plating. 2 Mana Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+0. Für 2 Schwarze können wir die aufrüsten. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich mit dem Deck. Oder wenn, dann nur sehr, sehr schwierig. Dann können wir sie instant ausrüsten halt. Oder für 1 Mana ausrüsten. Das ist halt mit Volscourge so eine altbekannte Kombination, mit dem man machen kann für eine Menge Beatdown-Plan. Gibt halt +1/+0, gibt +1/+1, gibt +1/+1. Wir brauchen einfach nur eine Menge Artefakte. Irgendeine Kreatur und die wird es schon reißen. Gehen wir weiter zu den Artefakten. Ich habe noch 1 Lightning Greaves drin. Das sind 2 Mana Ausrüstung, die +0/+0 gibt, aber Eile und Shroud und für 0 Mana ausrüsten. Das ist halt ganz cool, weil wenn wir da mal so ein Equipment draußen liegen haben, so 2 Stück, müssen wir ganz oft mit so einem Problem, wir spielen den Worldscourge, wir equippen den, go, der Gegner bounce den oder kann sonst was damit machen. So können wir die Lightning Greaves dann machen und zuhauen. Das ist geil.
Zuhauen macht Spaß. Dann eine Elder Spellbomb. Es ist ein Mana-Artefakt, dass wir entweder opfern können, eine Karte zu ziehen oder eine Kreatur zu bouncen. Ein Mana Shadow Spear. Ein Mana Ausrüstung plus zu zwei Ausrüsten. Die ausgerüstete Gruppe plus 1/1 Trample Lifelink. Trample ist halt wichtig, um auch mal durchzukommen mit den Nettlesis, Cranial Platings, wenn sie zum Beispiel auf so einem Nettles Esper Sentinel liegen. Und wir können Hexproof und Zerstörbarkeit runternehmen, was ganz, ganz selten passiert. Dann haben wir noch ein paar Null-Mana-Artefakte, weil wir brauchen ja auch irgendwas, was wir rausdroppen können. Wir haben 4 Mithras Bubble. Es gibt auch Versionen, die spielen dann Springleaf Drum. Das sind die Version mit mehr Kreaturen. Weil ich nicht so viele Kreaturen drin habe, habe ich mich entschieden, die Springleaf Drum rauszulassen und dafür Mithras Bubble zu spielen. Dann 4 Moxopale. Null-Mana-Artefakt, tappen, wir kriegen Mana beliebiger Farbe. Können wir nur machen, wenn wir 3 Artefakte kontrollieren. Die ist im Modern aktuell gebannt, weil sie zu stark ist. In diesem Deck ist sie richtig gut. Und 4 Lotus Petal. 0-Mana-Artefakt, tappen, opfern, um Mana beliebige Farbe zu bekommen. Mit Thought Monitor ist es ganz cool, weil man kann damit halt praktisch 2 Mana machen, weil es zählt für Affinity und dann für Mana. Das ist ganz nett. Ansonsten ist es einfach nur ein bisschen Ramp, damit wir in der ersten Runde was machen können und nachher einfach nur ein Random-Artefakt für ein bisschen Boost. Das sind die Artefakte. Dann fehlen uns noch die Länder. Richtig? Richtig. Da haben wir schon angekündigt, 4 Ursas-Sagas. Das ist ein Land, das im ersten Saga-Status ein farbloses macht, danach ein 0-0-Konstrukt, das +1/+1 kriegt für jedes Artefakt und was wir kontrollieren. Das sind eine Menge. Und für 3 wird das Ding geopfert und wir suchen unser Deck nach einer Artefaktkarte, die genau 0 oder genau 1 kostet, was halt Nopal Mox sein kann, Mishra's Bubble, Shadow Spear, Adder Bomb, nichts, was plus gibt. Ich bin die ganze Zeit auch am Überlegen, ob ich hier eine Ein-Mana-Kreatur reinnehme, die ein farbloses kostet. Einfach nur, damit ich mit ihm auch eine Kreatur suchen kann. Das ist noch eine Adaption, die ich noch machen möchte, wenn ihr da Vorschläge für habt, welche Kreatur da gut ist. Also Gingerbrot ist zum Beispiel eine Idee oder die Wespe oder so. Dann schreibt mir das mal in die Kommentare und ihr könnt auch gegenseitig mal gucken, was die anderen schon geschrieben haben. Nicht, dass ihr alle dasselbe schreibt und halt, wenn irgendjemand Quatsch schreibt, dem das sagen oder auch drüber diskutieren. Sehr, 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 sehr gerne. Dann gehen wir weiter. Haben wir Artefaktländer. Wir haben 4-mal Ancient Den. Artefaktland, tappen für ein weißes. Dann haben wir 4-mal Sitz der Synode. Artefaktland, tappen für ein blaues. Dann haben wir 2-mal Ancient Tomb. Das ist ein Land, tappen für 2 Mana. Wir kriegen 2 Schaden. Ist für 2 Mana ganz cool, weil dann können wir in der ersten Runde auch mal sowas wie eben wo ist es? Ravager raushauen oder in der ersten Runde die Boots rausknallen, dann in der zweiten Runde zuhauen mit schon einer Kreatur oder so. Das ist schon cool. Das ist schon ganz nice, da ein bisschen Mana-Ramp zu haben. Dann ein Otomada. Ich liebe die Karte einfach. Für ein blaues Tappen oder für 4 Mana bringen wir ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment oder ein Planeswalker auf die Hand. Das können wir halt auch unsere eigenen Karten beschützen. Ja, die kosten weniger für jede Legendäre. Wir haben keinen Legendären. Dementsprechend, wir können uns auch unsere eigenen Sachen beschützen. Das ist halt ähnlich wie damals mit Karakas. Und es ist auch ein ähnlicher Karakas-Effekt. Karakas kommen wir noch zu, haben wir im Spoiler. Dann 2 Spire of Industry. Tappen für ein farbloses oder tappen mein Leben bezahlen, Mana beliebiger Farbe bekommen. Können wir nur machen, solange wir ein Artefakt kontrollieren. Das passiert eigentlich immer, dass wir ein Artefakt haben. Man könnte hier auch Glimmer Void oder sowas spielen. Ich finde die Spire of Industry wesentlich stabiler und die Farblosen machen wir auch ganz oft und nutzen wir ganz oft. Dazu kommen 2 Ebenen. Yay, Ebenen! Und das ist das 60-Karten-Deck. Kommen wir mal ganz kurz zum Sideboard und danach zum Deck-Talk. Das Sideboard habe ich ein bisschen weniger Beatdown-lastig ausgelastet, damit wir wirklich uns umschauen können und eben bestimmte Aspekte ausspielen können, wie zum Beispiel, wir sind aggressiv genug im Mainboard, welche Karten brauchen wir, wovor müssen wir uns beschützen? Ich spiele 4-mal Teferis Protection in diesem Deck. Diese Karte sagt, bis zum Ende des Zuges kann Lebenspunkte sich nicht verändern, also unsere Lebenspunkte nicht. Wir haben Schutz vor allem und unsere Karten phasen out. Wir exilen das Deck. Die Idee dahinter ist ganz einfach, dass wir das A gegen Storm benutzen können, um uns selber Schutz zu geben. Oder, was viel wichtiger ist, durch das Outphasen können unsere Karten nicht mehr durch Meltdown zerstört werden. Meltdown ist eine Karte, die aktuell all over the place ist und überall gespielt wird, eben genau gegen solche Artefakt-Decks. Teferis Protection sagt, passiert nicht. Gute Karte, hat sich bisher sehr, sehr gut bewährt. Genau denselben Aspekt habe ich mit Hydroblast. Für ein blaues Mana
kontern wir einen roten Zauber oder zerstören rotes Permanentes. Blood Moon ist auch kein guter Freund von uns. Und dementsprechend machen wir da auch mit platt. Dann habe ich noch 3 Portable Holes. Dieser Zauber hat sich so hart in mein Herz gebrannt, also dieser Artefaktzauber. Das ist der Wahnsinn. Diese Karte, wenn sie ins Spiel bekommt, exilieren wir nicht Land Permanentes, dass der Gegner kontrolliert, Mana-Value von 2 oder weniger, solange es das Spielfeld ist. Wenn es das Spielfeld verlässt, bekommt der Gegner es wieder. Damit kriegen wir eben so einen komischen, so ein hüpfender Bobo, oder wie er heißt, der halt sagt, Artefakte können nicht aktiviert werden und halt auch die dazugehörige Karte mit dem Nilrod einfach weg. Der Wahnsinn. Dann das angekündigte Caracas. Tappen für ein weißes oder tappen eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand nehmen. In diesem Deck ist es halt so, ich wollte ein bisschen auch Basics im Mainboard haben und dementsprechend habe ich mit Caracas im Sideboard eben eine Anti- bisschen Graveyard-Hate gegen Reanimator, ein bisschen was gegen Show and Tell. Ja, habe ich im Sideboard so ein bisschen als Illusion für mich selber. Dann eine Walking Ballista. Einfach nur, weil man manchmal eben ein bisschen nachschießen muss und ich fand sie nicht schlecht, gerade gegen Kreaturen-Matchups. Sie ist nicht der absolute Wahnsinn, kann aber doch ganz gut kommen. Ich nehme mich mit rein. Dann 2 Everswong Kanonisten. 2 Mana 2/2. Jeder Spieler kann nur einen Nicht-Artefakt-Zauberbonus spielen. Spoiler. Das passiert bei uns nicht so oft. Den habe ich in der anderen Version eben im Mainboard 4-mal gespielt. In dieser Version halt eben nicht, sondern lieber im Sideboard. Ein Crucible of Worlds gegen Control Decks, damit wir immer wieder Ursas Saga spielen können. Hat sich bisher noch nicht ganz bewährt, ist aber eine Strategie, die wir fahren können. Und deshalb wollte ich den auf jeden Fall auch im Deck lassen. Ist ganz nett. Es ist wirklich ganz nett, auch gegen Wasteland Decks. Nicht so verkehrt, kann man machen. Dann haben wir noch ein paar One-Offs, die wir suchen können mit Ursas Saga. Wir haben einmal Gravediggers Cage. Mit ihm kann man weder Kreaturenkarten aus dem Deck oder dem Friedhof, casten, noch Karten aus dem Friedhof generell aus dem Friedhof oder dem Deck casten, beziehungsweise Kreaturen können aus dem Deck und aus dem Friedhof nicht entern. Und sehr, sehr gut gegen Reanimator, gegen Elfen, gegen so ein Kram halt. Soulguide Lanterns, gut gegen Uro, The Huro. Und ein Mana-Artefakt, wenn das Spielfeld kommt, exilieren wir irgendeine Karte aus dem Friedhof. Tappen, opfern, jeder Gegner exiliert seinen Friedhof. Oder ein Mana, tappen, opfern, wir ziehen eine Karte. Ich war zwischenzeitlich im Überlegen, ob es nicht auch möglich ist, die andere Lanterne zu spielen aus Crimson Vow, die dir immer eine Karte zieht, die du für ein Mana opfern kannst, um alle Friedhöfe zu exilieren. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es mit einem Crucible halt nicht so geil ist. Es gibt wenig Matchups, wo man beide gleichzeitig boardet, aber ich glaube, so Burn Control wäre eins, deshalb für den ungewöhnlichen Fall habe ich jetzt wirklich leider die Soul Guide Lantern genommen, auch wenn ich von der anderen wirklich begeistert bin. Und dann noch eine Pithy Needle, ein Mana Artefakt, wenn das Spielfeld kommt, sagen wir eine Karte an, aktivierte Fähigkeiten der Karte können nicht aktiviert werden. Kennt man. Das ist das Sideboard, gehen wir mal zum Deck Talk. Wie soll man so einem Deck widerstehen? Ein Kollege von mir, der das Deck neulich gespielt hat, sagte nur, Gott, ist das dumm. Und er hat halt zum Teil leider auch recht. Die Karten, die wir drin haben, sind der absolute Wahnsinn. Wir haben haufenweise Karten, die gleichzeitig auch irgendwie eine Kreatur sind oder zur Kreatur werden. Andauernd sind Karten so stark wie alle Artefakte und Verzauberungen, die wir haben. Wir haben hier oben die Beispiele, womit wir es alles machen. Das ist so, jede Kreatur, die wir spielen, egal wie klein sie ist, wird auf einmal eine mega krasse, mächtige Kreatur für ein paar Runden und kann einfach finishen. Wir haben mit Fliegend und Lifelink und Card Draw und alles, was wir haben wollen und eine richtig fette Beatdown-Plan-Strategie. Das ist der Wahnsinn. Das Deck ist der Wahnsinn. Also das da drin zu haben, das ist so 2013 all over again. 2003, nicht 2013, Entschuldigung, wo wir damals schon mit Affinity Probleme hatten. Das ist dasselbe wieder. Und das macht wirklich Spaß. Wir haben keine Reserved-Karten drin, wir haben ein cooles Deck, mit dem wir wirklich viel machen können und mit dem wir auch gegen andere Decks sehr, sehr gut bestehen können und deshalb auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Deck. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen nach oben dalassen und das Video bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.